Am Ende seines Lebens begann der Schriftsteller ein strenges Fasten. Es waren die Tage vor dem Osterfest 1852, dem Osterfest nach dem russisch-orthodoxen Kalender. Er schrieb einen letzten Brief an seine Mutter, wandte sich noch einmal an einen Freund im Beistand, verbrannte darauf ein druckfertiges Manuskript, vermeintlich den zweiten Teil seines Hauptwerkes, machte bei der Auswahl der Papiere aber einen Fehler, hungerte weiter und starb eine Woche später. Das Werk blieb erhalten. Nikolai Gogol war damals noch nicht 43 Jahre alt. Wie oft, meine Damen und Herren, wie schrecklich oft haben wir von russischen Freunden die verstörende Aussage gehört, ihr könnt uns nicht verstehen, wir sind Geschöpfe, die nur halb dem Westen mit der anderen Hälfte unseres Wesens, aber dem Osten zugeneigt sind, sind Leidenssuchende, Atheisten und Tiefgläubige, grausam und gleichzeitig uns vor Liebe verzehrend. Schon gut, antworten wir dann, bitte, es reicht, so ungenau wollten wir das gar nicht wissen. Doch dieser Nikolai Wassiljewitsch Gogol, aufgewachsen als Sohn eines Gutsbesitzers in der ukrainischen Provinz, der Vater starb, als Gogol noch zur Schule ging, dieses wunderbare Wunderkind der absurden, der realistischen und auch der romantischen Erzählkunst, war tatsächlich eines jener Zauberwesen, die Dinge in ihrem Kopf vereinen konnten, die andere Köpfe schon früher gesprengt hätten, wenn sie denn in diesen Köpfen je aufeinander gestoßen wären. Nehmen wir den tollkühnen Lebensplan unseres Autors. Da wächst einer in des Wortes traurigem Sinne in der Provinz auf. Die Einkünfte aus dem elterlichen Gut sind wahrlich eher schlecht als recht, aber auf dem Gymnasium macht man dem jungen Kerl Hoffnung, er könne durch sein literarisches Werk die Familie aus den ärgsten finanziellen Verstrickungen lösen. Der Schüler nimmt die Anregung ernst. Übersetzen Sie das einmal, verehrte Zuseher, in die Verhältnisse eines deutschen Romans von Thomas Mann. Stellen Sie sich vor, dem jungen Hanno Buddenbrock wird von der Leitung seiner Schule in Lübeck empfohlen, sich der deutschen Theaterbühne, vielleicht auch dem Romanschreiben zuzuwenden, damit er in ein paar Jahren das elterliche Handelshaus wieder aus einer bedenklichen finanziellen Schieflage befreien könne. Nikolai Wassiljewitsch Gogol hält sich an den Rat, hält sich an die Ermutigungen seiner Lehrer, packt ein paar Gedichte, Entwürfe, Novellen ein und macht sich nach dem Schulexamen auf in die Hauptstadt, nach St. Petersburg. Klar, man bewirbt sich auch um eine Stelle im Staatsdienst. Nun ja, das klappt nicht auf Anhieb. Doch das sind ja noch die literarischen Werke. Etwa die Idylle in zwei Bildern Hans Küchelgarten. Gut, man veröffentlicht sie unter einem Pseudonym, steuert auch zu den Druckkosten bei. Aber dann schlägt eine vernichtende Kritik zu, die das hoffnungsvolle Werk in der Galle ihrer Tinte ertränkt. Zum ersten und, wie Sie, verehrte Zuseher, schon gehört haben, nicht zum letzten Mal verbrennt Nikolai Gogol ein Manuskript. Literaturkritiker sind schließlich eine sehr wichtige Instanz. Jedenfalls glauben Sie das. Und Gogol macht sich davon, flieht mit dem Schiff aus St. Petersburg nach Norddeutschland, nach Lübeck, Travemünde und Hamburg. Eine äußerst unstete, auch ungemütliche Reise, die ihn nach wenigen Wochen wieder zurück nach St. Petersburg führt. So leicht gibt sich ein Dichter eben nicht geschlagen. Gogol ist jetzt gerade 20 Jahre alt. Daher ist es vielleicht sehr verfrüht, schon zu dieser Zeit nach Lebensmustern zu suchen. Aber je länger wir seinen Weg verfolgen werden, den Weg eines der größten russischen Schriftsteller, desto häufiger werden wir sehen, wie dieses bizarre Leben immer wieder durch Fluchten, durch überstürzte Aufbrüche, durch den subjektiven Zwang zu Ortswechseln geprägt ist. Flucht ist aber vielleicht ein zu dramatisches, aufgeheiztes Wort. Schließlich scheint Gogol auch beim Schreiben stets den Anreiz der Veränderung des Ortes gebraucht zu haben. Er selbst hat einmal davon berichtet,
wie ihm gerade im Speisesaal eines Wirtshauses, der erfüllt war vom Grölen der bereits Betrunkenen, von zweifelhaften Gerüchen aus der Küche, vom Klicken der Billardkös aus dem Nebenraum, eine schöpferische Ruhe überkam, die ihn dazu brachte, gleich ein ganzes Kapitel jenes Werkes niederzuschreiben, an dessen Titel sich auch der Ruhm seines Namens knüpft, die toten Seelen. Sind wir soweit? Nein, noch nicht ganz. Bevor wir einen Blick auf das Hauptwerk werfen, wollen wir uns noch kurz mit einigen der Besonderheiten beschäftigen, die zu seinem Entstehen führten. Da ist zum Ersten ein ungemein scharfer Blick auf die Gesellschaft, der er entstammt. Gogols erste Erfolge als Schriftsteller kann er mit Erzählungen feiern, in denen er geräuspert wie gespuckt von seiner Heimat, von der Ukraine berichtet. Eine romantische Verklärung dieser Heimat, gewiss, das auch, doch nie, nie süßlich romantisierend. Und wir dürfen gleichzeitig daran denken, dass sich in jenen Jahren überall in Europa die Neugier auf das Leben der Menschen abseits der vermeintlich zivilisierten Städte oder der Fürstenhöfe richtete. Man kann in diesem Zusammenhang mit einer nur geringen Übertreibung von einer literarischen Volkskunde sprechen. Bei Gogol kommt es aber nie zu den sonst häufig üblichen Verklärungen, Verniedlichungen, weil er zu den unberechenbarsten Momenten und Anlässen immer wieder mit großem Krach oder schleichendem Gicht das Übernatürliche, den Teufel, einen Spuk, einen Vampir, die scheinbar ländliche Idylle aufmischen lässt. Das vollführt er mit derselben literarischen Geschmeidigkeit, derselben poetischen Nonchalance, mit der er einen silbernen Mond zwischen den Wolken hervorziehen oder eine kleine Lerche gefühlvoll tirillieren lassen konnte. Bald nach Erscheinen dieser Novellen aus der Ukraine bekannte kein geringerer als der 10 Jahre ältere, Alexander Puschkin. Der Alexander Puschkin in einer Rezension ein Bewunderer der Schriften Gogols zu sein. Er wurde sein Förderer und ließ 1836 in seiner Zeitschrift eine Erzählung von Gogol erscheinen, die nun mit einem Schlag alles sprengte, was bislang als Maßstab für Witz und Karikatur nicht nur in der russischen Literatur gegolten hatte. Die Erzählung trug den Titel Nos, auf Deutsch also die Nase, und sie kündete von der Geburt der absurden Literatur. Es beginnt, nein, meine Damen und Herren, hier hilft keine schlichte Nacherzählung, in der ich Ihnen das vortrage, dass eines ungewöhnlichen Tages eine Nase in einem Backwerk auftaucht, die auf selbstverständlich unerklärliche Weise dorthin geraten ist, die der neue Besitzer versucht, verschwinden zu lassen, die nach vielen dem Leser den atembeklemmenden Wendungen wieder in das Gesicht ihres Verlierers zurückkehrt. Lassen Sie mich nur hinzufügen, dass Sie auf diesen im russischen Original weniger als 3 Dutzend Seiten mehr über Russland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfahren, als Sie aus zahllosen Geschichtsbüchern je erfahren könnten. Dass Sie sich nach der Lektüre fühlen, als hätten Sie den Kopf, klar mit der Nase voraus, in einen wunderlich verwirrend riechenden, vertraut fremd aromatischen Blumenstrauß gesteckt und dass Sie dabei ganz nebenbei der Geburt einer raffinierten Erzähltradition beiwohnten, die fortan aus der europäischen Literaturgeschichte nicht mehr fortzudenken ist. Wir sind damit nicht zwangsläufig bei dem Roman, bei dem Poem Die toten Seelen angelangt, meine Damen und Herren. Doch unsere Zeit ist ja leider nicht unbegrenzt. Das zwingt uns zum Hüpfen auf Stelzen. Nein, ein zusätzlicher Rösselsprung muss hier doch noch erlaubt sein. Ende 1835 schrieb Gogol, er steckte wieder in Geldnöten, eine Komödie. Sie trug den Namen Der Revisor. Passierte wie von Wunderhand geleitet unbehelligt die Zensur und wurde im April 1836 uraufgeführt. Mit Erfolg. Selbst der Zar soll bei der Premiere Tränen gelacht haben. Obwohl sich dieses Stück
satirisch mit der Verwaltung in seinem Reich befasste. Es ist die Geschichte eines Hochstaplers, der aus Versehen für einen hochrangigen Beamten gehalten wird, dem daher in einer durch und durch verlogenen Welt, in diesem Fall ist die russische Provinz die Welt, dem durch seine falsche Rolle alles Glück jener Welt der Provinz widerfährt. Ein riesiger Theatererfolg, doch Gogol bleibt Gogol, fühlt sich mithin missverstanden, flieht nach Rom und schreibt dort den Roman, auf den wir jetzt endlich zu sprechen kommen können, Die toten Seelen. Die, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, die Odyssee des durchaus durchschnittlichen Herrn Tschitschikow, eines Kreditbetrügers, der auf das setzt, was man heutzutage in den ehrbaren Kreisen unserer Börsianer Junkbonds nennt. Leibeigene wurden damals in Russland von der staatlichen Verwaltung amtlich als Seelen geführt. Auf diese Seelen mussten Steuern entrichtet werden. Nun wurden diese Steuerregister erst nach einem langfristigen Rhythmus erneuert. Es konnte also einem Großgrundbesitzer geschehen, dass er für einen bereits verstorbenen Leibeigenen noch Jahre über dessen Tod hinaus Steuern zahlen musste. Hier setzte der Businessplan von Tschitschikow ein. Er kaufte für einen lächerlich geringen Preis die Namen verstorbener Leibeigener, also toter Seelen, ein und übertrug sie in sein eigenes Geschäftsbuch. Die Gutsherren waren froh, die Toten losgeworden zu sein. Schließlich minderte das ihre Steuern. Aber Tschitschikow wurde durch diese toten Seelen zu einem scheinbar wohlhabenden Mann. In den Papieren, die er Banken für Kredite vorlegen würde, konnte er schließlich den Besitz von Tausenden von Leibeigenen in der Rubrik Haben geltend machen. Totenscheine waren ja erst bei der nächsten Revision fällig. Was für einen uns allen, gerade auch in der heutigen westlichen Welt, vertrautes Geschäftsmodell des ehrbaren Kaufmanns. Doch für Gogol geht es naturgemäß um weit mehr. Vielleicht erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen vorhin die toten Seelen als ein Gedicht vorstellte. So steht das tatsächlich als Zusatz in diesem Titel. Und diesen Zusatz, den darf man nicht nur wörtlich nehmen, wie es einige Historiker gemacht haben und als Konzession betrachten an die Zensur. Denn das ist kurzsichtig. Gogols Absicht bestand nun tatsächlich darin, wie Dante in seiner göttlichen Komödie ein Gedicht über Hölle, Fegefeuer und Paradies zu schreiben. Alles erfahren auf einer Reise, die mit jenem sehr unbedeutenden, sehr durchschnittlichen Herrn Tschitschikow beginnt. Aber vielleicht, dachte Gogol, vielleicht liegt in diesem Ansehen doch auch Frevel. Frevel an Gott oder an Dante oder an Russland. Gogol, meine Damen und Herren, war ein wunderlicher Kerl. Einer, dem wir es gerne verziehen hätten, wenn er auf die Gespaltenheit der russischen Seele hinwies. Am liebsten würde man ihn ans Herz drücken und sagen, du selbst musst deine Werke doch gar nicht verstehen. Es reicht doch, dass Puschkin, dass Thomas Mann, dass Nabokov, gut, dass wir dich für einen der herrlichsten Erscheinungen in der Weltliteratur halten.